Ja. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, bevor dieses Video jetzt hier richtig losgeht, ich wünsche allen frohe Ostern und ich wünsche euch einen schönen Tag mit der kompletten Familie. Ja Leute, aber heute in diesem Video soll es um ein komplett anderes Thema gehen. Und zwar Leute, ihr seht hier oben schon den Gomma.net-Server. Wie ihr wisst Leute, heute ist 1. April und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eure Eltern oder Freunde heute schon richtig verarscht habt. Also ich noch nicht. Und Leute, ihr seht hier, das Gomma-Logo ist doch irgendwie ein bisschen anders. Ja Leute, das Gomma-Logo ist umgedreht. Ich würde mal sagen, wir reden jetzt mal nicht um den heißen Brei herum, sondern wir joinen einfach mal auf den Server und gucken mal, was da so los ist. Ja Leute, auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus, ne Leute? Aber Leute, wenn wir jetzt hier zur Community gehen, da ist nicht mehr der Gomm im Kopf, sondern MC Expert, also der MC Expert Skin. Ich würde sagen, wir machen jetzt Rechtsklick und gehen einfach mal in die Community. Und ja, Leute, jetzt sind wir in der Community. Erstmal fällt noch nichts auf. Aber Leute, ihr seht ja schon hier manche Leute so ein MC Expert Skin und darum soll es halt auch gehen. Ich habe ja auch einen, hallo. Und ja, Leute. Gehen wir hier ein bisschen zur Bühne. Oh, und da oben ist auch MC Expert. Ja, und gibt es noch was? Und zwar, Leute, ihr seht Mod X Cookie. Ja, Leute, die Rangfarben haben sich jetzt von Sub, Mod und SR Mod geändert. Und zwar sind die jetzt lila. Also, Sub, Mod und SR Mod sind lila und die anderen sind alle gleich geblieben. Und ja, Leute, ich finde das sehr nice. Und wie gesagt, der hat auch so einen MC Express Kopf auf, wie ich hier auch. Ja. Ich finde es eine ganz lustige Aktion, Leute. Das muss ich jetzt echt mal dazu sagen, Leute. Und ja, Leute. Ich wollte dieses Video jetzt eigentlich nur einmal kurz hier so raushauen, Leute. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, Leute, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Ostern bekommen habt. Also ich habe so das Typische bekommen, so Schokolade, Osterhase, ne? Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und dann ciao, Leute!